Gut, ich würde mal sagen, von meiner Haut ist definitiv nicht mehr viel übrig. Was geht ab, Friends? Ich bin's, Luisa. Schön, dass du beim neuen wieder hier auf meinem nur noch 9 Nägel übrig gebliebenen Kanal mal wieder am Start bist. Wenn deine Nägel teilweise so aussehen, dann weißt du, that girl hatte ein paar Mental Breakdowns diese Woche. Die gute, nicht so skandalfreie YouTuberin Jaclyn Hill ist zurück. Und zwar, nachdem sie mit ihren schädlichen Lippenstiften gefühlt tausende Lippen aufgeschlitzt hat, ist sie zurück mit einem ganz entspannten Drogerie-Make-up-Tutorial. Und zwar genau diese Drogerie-Produkte möchte ich mal zusammen mit dir ausprobieren. Ich finde es einfach mega interessant zu wissen, was so die Drogerie-Favoriten von einer Amerikanerin sind, gerade jetzt so von ihr. Weil Make-up-technisch ist sie schon nicht schlecht. Immerhin kleben an ihr noch alle Nägel, also. Und deswegen möchte ich ganz gerne die Make-up-Tutorial-Drogerie-Version von Jaclyn Hill einfach selber mal ausprobieren. War auch dementsprechend in der Drogerie einkaufen. So viel habe ich eigentlich gar nicht kaufen müssen, weil ich sehr viele schon daheim hatte. Ich habe mein Leben im Griff, okay? In dem Video ist es zwar ein dezenteres Make-up, aber in dem Video zeigt sie halt ihre liebsten Drogerieprodukte und es hat mich halt mega interessiert, was sie damit schminkt, wie sie damit schminkt und ob sie auch mit den Drogerieprodukten auch so ein schönes, heftiges, perfektes Ergebnis erzielt. Und für dieses Video startete sie zuerst ja mit einem Concealer und dadurch, dass es auch eher so natürliches Make-up war, hat sie auch eine Foundation weggelassen. Ihr liebster Drogerie-Concealer ist tatsächlich von Make-up Revolution. Das ist hier der Conceal and Define Full Coverage Concealer. Und den klatscht sie sich dann hier unten an den Augenring natürlich. Ich habe jetzt eher eine dunklere Farbe. Das ist jetzt hier die C4. Und das hat sie auch bis hier unten aufgetragen. Dann mache ich nie auf der Nase. Hier unten. Und auch hier komplett über ihre Oberlippe. Ganz ehrlich, bei so viel Concealer hätte ich gleich eine Foundation verwenden können. Ich sehe schon, wie sich das hier meine Lachfalten absetzen wird. Aber sie hat nicht mal Lachfalten, weil sie überall gespritzt ist. Ihre Haut ist einfach glatt. Nicht mal mein Po ist so glatt. Weißt du, man sagt ja Babypopo. Aber warum dachte ich, dass ich ein Babypo hätte? Ich schweife ab. Zum Verblenden benutzt sie keinen Schwamm, sondern eher so einen festeren Pinsel. Ich habe jetzt mal die beiden hier, das sind so Mini-Kabuki-Pinsel. Und dann verteilt sie den Concealer so ein bisschen so überall aufs ganze Gesicht. Ganz ehrlich, an ihrer Situation fände ich es halt mega schwer, wieder so ein Video hochzuladen, wie so immer, als wäre nie was gewesen, nachdem sie wirklich gesundheitsgefährdende Lippenstifte an ihre Follower verkauft hat. Also wenn es das in Deutschland geben würde, ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte mir auf jeden Fall nicht mehr getraut, irgendwie YouTube-Videos zu machen. Da noch irgendeine Person ernst nehmen, wenn man so einen Skandal hinter sich hatte. Aber andererseits muss man halt auch irgendwie im Leben weitermachen und sich halt auch von nichts unterkriegen lassen. Also der Make-up Revolution Concealer trocknet extrem schnell. Ich sehe hier schon immer noch diesen Streifen an der Nase. Als nächstes trägt sie dann hier ein ordentliches Kreuz auf. Also ganz ehrlich, mit der Foundation wäre ich schon längst fertig. Die malt es dann komplett hier aus. Oh mein Gott, das ist so viel. Aber siehst du, deswegen finde ich es einfach interessant, so eine Routine von jemand anders einfach mal so auszutesten. Aber das wäre mir viel zu viel Concealer. Ich weiß nicht, würdest du an ihrer Stelle irgendwie ihr verzeihen oder ihr noch vertrauen oder sie als YouTuberin überhaupt noch schauen? Stell dir mal vor, ich hätte dir Lippenstifte verkauft, in denen Metallteile drin wären, in denen irgendwie die Lippenstifte so teilweise so ein bisschen verschimmelt gewesen sind. Oh mein Gott. Aber gefühlt in Amerika ist das Ding schon vergeben und vergessen. Also ich würde so gern meinen Schwamm benutzen. Das mit dem Pinsel dauert einfach 5 Jahre. Und jetzt gerade trägt sie einfach nochmal Concealer an der genau selben Stelle hier auf. Okay. Und dann kommt endlich ihr Schwamm zum Einsatz. Okay, und an der Stirn einfach nochmal. Weil ich lasse gerade das Video nebenher laufen und sie packt einfach drauf. Und das sollte ein natürliches Make-up werden. Genau deswegen habe ich dieses Video gemacht. Ich habe schon die Concealer-Tube komplett leer.
Ihre, sagen wir mal, Foundation-Ersatz-Base ist jetzt soweit durch. Ich kann es nicht leugnen. Die Base sieht trotzdem nicht schlecht aus. Sie sieht richtig so, als hätte ich wirklich so eine volldeckende Foundation. Meine Hautunreinheiten sind so gut wie alle abgedeckt. Aber ich spüre halt irgendwie, dadurch, dass es so ein hochdeckender Concealer war, das liegt schon etwas schwerer auf der Haut. Und ich merke schon hier an meinen Lachfalten, setzt sich das hier und auch meine Stirnfalten ja komplett ab, weswegen ich hier immer noch ein bisschen drüber tupfe, damit so das restliche Produkt vom Schwamm so ein bisschen aufgesaugt wird. Die Technik finde ich so komplett unnötig und voll doof, Concealer einfach überall drauf zu hauen, aber shit, es sieht gut aus. Yes, so hochdeckend, flawless, keine Pickel. Mit diesem Make-up wollte sie so ein bisschen auch Zeit sparen und einfach auch ein schnelles Alltags-Make-up schminken. Aber dann benutzt sie eine sehr, sehr dunkle Foundation zum Konturieren. Irgendwie, wenn ich es eilig habe, benutze ich kurz einen Bronzer, so einen Puderbronzer, gehe da durch und das Ding ist in 3 Sekunden fertig. Aber nein, die gute Jacqueline. Sie muss erstmal hier mit der Perfect Match Foundation von L'Oreal. Also ja, ich habe wirklich alles ihr gleich nachgekauft. Mit der dunklen Foundation muss ich jetzt erstmal hier konturieren, was nicht nur extra zeitaufwendig ist, das dann nochmal einzuarbeiten. Es ist halt dann noch mehr Deckkraft tatsächlich, weil es ist eine Foundation. Und benutzt dann hier so einen festeren Pinsel und klopft das ordentlich ein. Ich habe richtig viel drauf. Aber es sieht so gut aus. Danach geht sie dann noch mit ihrem Beauty-Schwamm noch ein bisschen drüber, um das Ganze noch so ein bisschen weicher zu machen. Ganz ehrlich, wenn du mich fragst, so cool ich auch Jeffree Star finde, so cool ich auch Jaclyn Hill fand, die ganzen Blogger da in Amerika sind gefühlt alle dieselben. Ich finde gerade so Jeffree Star und Jaclyn Hill, die stecken da alle irgendwie unter einem Hut. Ich meine, es ist nicht auffällig, dass Jeffree Star sich nicht einmal zum Jaclyn Hill-Drama geäußert hat, auch nur bestimmt, weil Jeffree Star eben diese Kollaboration mit Morphe hat, genauso wie Jaclyn. Und ich glaube, er musste da einfach dicht halten, weil, sind wir mal ehrlich, Jeffree Star sagt nichts zu einem Drama, rein gar nichts. Ich meine, sieht gerade meine Kontur einmal nicht so aus, als wäre ich in Scheiße ausgerutscht. Als nächstes pudert Jaclyn ab und zwar hier mit einer Konturpalette auch von Make a Revolution. Ne? Und tatsächlich nimmt sie hier die beiden Töne, einen sehr hellen rosa Weißton, und den mischt sie dann auch hier mit dem gelben Ton mit einem Pinsel. Und dann geht sie ordentlich rein und settet ihren Concealer. Und zieht auch das Puder wirklich hier auch runter am ganzen Gesicht. Auf Nase. Und mit einem etwas festeren Pinsel geht sie nochmal hier zum Abpudern hier rein, um die Kontur noch mit dem Puder noch so ein bisschen zu schärfen. Gut, ich würde mal sagen, von meiner Haut ist definitiv nicht mehr viel übrig. Als Blush benutzt sie eine Blush-Palette und zwar von NYX. Ich habe die extra gegoogelt, aber die gibt es nicht mehr im Sortiment. Deswegen habe ich eine ähnliche Blush-Palette aus der Drogerie und zwar hier von Trend It Up. Das ist hier das Bold Blush Set und davon benutzt sie hier so ein etwas krasseren pinken Ton und dann klatscht sie sich ordentlich Blush drauf. Ich finde es einfach als zu viel Blush. Sie offensichtlich nicht. Sie ist einfach komplett pink. Als Highlighter benutzt sie hier von Maybelline. Hier, das ist der Master Chrome Metallic Highlighter. Und sie benutzt exakt die Farbe 050 in so einem krassen Rosé-Goldton. Und da lächelt sie und trägt den wirklich auch nur hier vorne auf. Also gar nicht bis da hinten, sondern wirklich nur hier vorne. Ganz ehrlich, wenn man so eine Haut sieht, so wie sie es hat, dann muss ich schon sagen, dass man schon so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, auch irgendwas an sich machen zu lassen, gerade so ein bisschen Hautunterspritzungen oder so. Nicht, dass ich das jetzt so krass befürworten würde oder nicht, dass ich das so krass jetzt so anti bin. Aber so eine heftig glatte Haut zu haben, das sieht schon heftig gut aus. Siehst du? Und das ist immer so eine Sache, das lässt Social Media definitiv mit einem machen. Schon allein, dass man sich auch darüber Gedanken macht. Einerseits finde ich es nicht schlimm, so ein bisschen etwas in sich machen zu lassen, aber andererseits, aber wirklich, das sind halt echt,
echt nur Luxusprobleme. Wahrscheinlich habe ich es irgendwie im Hinterkopf, aber ich habe auch wirklich nie so den Schritt gewagt. Für die Augenbrauen benutzt Jaclyn Hill eine Augenbrauenpomade, und zwar von NYX. Das ist hier der Tame & Frame Tinted Brow Pomade. Ist schon ewig her, dass ich eine Augenbrauenpomade benutzt habe. Dazu benutze ich mein Augenbrauenpinselset, den ich selber gemacht habe. Verlinke ich dir unten auf Amazon. Da ist ein sehr dünner, angeschrägter Pinsel dabei. Perfekt für ja, so Augenbrauensachen. Ich finde einfach so Pomaden anstrengend. Also wirklich zeitaufwendig und das Ergebnis wird nicht so krass natürlich, so wie ich es gerne für meine Augenbrauen hätte haben wollen. Ich habe jetzt hier die Farbe Brünette. Die Jaclyn macht halt echt krasse Instagram-Augenbrauen, also wirklich so richtig boom. Harte Kante ist mir persönlich zu viel, aber ich will definitiv alles wie sie jetzt auch nachmachen, deswegen mache ich es auch ruhig ein bisschen stärker. Ich würde das jetzt noch durchbürsten, aber sie lässt es richtig schön krass kantig, wie so ein Balken. Ich muss voll dagegen ankämpfen, das nicht durchzubürsten. Als Lidschatten benutzt sie eine Lidschattenpalette von e.l.f. Die habe ich ehrlicherweise nicht mehr in der Drogerie gefunden. Deswegen kann ich jetzt nur Alternativen benutzen. Hier eine gute Alternative wäre von NYX. Hier die Ultimate Edit Palette. Hat zusammen mit der e.l.f. Palette auch hier super ähnliche Farben. Sie geht halt echt nur in so einem bräunlichen Cremeton rein. Und klatscht sich das hier am Augenlid. Gerade in der Lidfalte und verteilt es so ein bisschen auch am gesamten beweglichen Lid. Das macht sie auch ruhig auch ein bisschen unordentlicher, ein bisschen schneller. Einfach nur, um so ein bisschen Definition am Augenlid zu haben. Schreibe mal definitiv in die Kommentare, wie dein Alltags-Make-up so aussieht. Kommt dein Alltags-Make-up dem hier etwas näher oder ganz weit weg? Für die Augeninnenwinkel benutzt sie nochmal hier ihren Highlighter. Geht dann mit einem kleinen Pinsel rein und betont da ihren Augeninnenwinkel. Und dann benutzt sie erstmal hier eine Wimpernzange. Ich persönlich benutze sie auch nie eine Wimpernzange, weil klar macht das jetzt hier auch einen schönen Effekt, aber bei mir hält das halt gefühlt nur 3 Sekunden. Ihre Top-Mascara, sogar vor all ihren High-End-Mascaren, ist tatsächlich von L'Oreal die Lash Paradise Mascara in Schwarz. Sie meinte, das sei sogar eine bessere Mascara als die Better Than Sex von Too Faced. Oh. Okay, das nenne ich ein Ergebnis. Okay, können wir ganz kurz über meine Wimpern reden? Das Make-up ist heftig. Guck dir mal meine Wimpern an. Ich abonniere mal schnell wieder. Oh Mann! Was sie jetzt macht, finde ich auch mega komisch. Eigentlich hieß es, man soll das irgendwie nicht machen. Nochmal Wimpern biegen mit der Zange, nachdem man getuscht hat. Macht das die Wimpern nicht irgendwie kaputt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall macht sie das tatsächlich einfach nochmal. Für die Lippen benutzt sie hier einen Lippenstift von Maybelline. Genau die Farbe 725 habe ich ihr genauso nachgekauft. Ich habe schon Ewigkeiten keinen Lippenstift mehr verwendet. Und die Farbe ist einfach komplett dieselbe Farbe wie meine Hautfarbe. Also meine Lippen werden komplett verschwinden gerade. No way, girl, no. Dazu benutzt sie noch den Pixi Glow Mist. Die Haut ist natürlich perfekt abgedeckt, aber ich finde gerade so die Fältchen und Hautunebenheiten und so Hauttextur fällt so viel mehr auf, einfach weil so viel auf meiner Haut liegt einfach. Das Make-up betont noch zusätzlich so meine Hautunebenheiten. An dieser Stelle danke ich dir fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz schnell in einem neuen Video wieder. Bis dann!